Hey, ho Kartoffeln, das erste Concord-Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und das ist nur dank der Unterstützung von PlayStation möglich gewesen, deswegen vielen Dank an dieser Stelle fürs Sponsoren der Videoreihe. Wie gewohnt bleibe ich aber natürlich trotzdem objektiv und kritisch, dort wo Kritik angebracht ist, denn normalerweise behandle ich ja eher Open-World-Rollenspiele auf meinem Kanal, aber nachdem Helldivers 2 schon so abgegangen ist und ich richtig viel Spaß damit hatte, habe ich Concord dann auch mal eine Chance gegeben und hoffe, ihr werdet das ebenfalls. Denn seit gestern und bis zum 21. Juli läuft die Open Beta von Concord und ist für jeden PS5 und PC-Spieler gratis zum Ausprobieren da. Und egal, was ihr bisher so von Gaming-Magazinen gehört habt, es ist immer besser, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen und das Spiel mal mit ein paar Kumpels zu zocken, bevor es dann am 23. August rauskommen wird. Denn es wird nicht Free-to-Play sein, sondern 40€ kosten und wenn ihr die Open Beta-Phase nutzt, wisst ihr schon ziemlich genau, worauf ihr euch einlassen werdet und ob sich das Geld lohnen wird. Genau das habe ich schon am letzten Wochenende während der Closed Beta gemacht und in knapp 15 Stunden alle Helden und Modi ausprobiert, um euch hier mein erstes Zwischenfazit zu geben. Aber was ist Concord überhaupt? Concord ist ein brandneuer Hero-Shooter aus dem Hause Firewalk Studios, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für PlayStation Next-Gen-Multiplayer-Spiele zu entwickeln. Concord ist dabei das erste Projekt des Studios, aber man merkt die Einflüsse einiger Games, an denen die Entwickler früher schon gearbeitet haben. So sind viele Ex-Bungie-Mitarbeiter vertreten, die einen ordentlichen Schlag Destiny ins Gameplay gemixt haben. Aber im Grunde habt ihr hier ein reines PvP-Spiel, wo ihr in 5 gegen 5 Matches gegeneinander antretet und die Wahl aus 16 Charakteren zum Start habt, die sich in Fähigkeiten, Waffen und Spezialisierungen unterscheiden. In der ersten Beta-Phase gab es dann die Wahl zwischen 4 Karten und 3 Modi. Einem Deathmatch-Modus, einem Abschuss bestätigt und einem kompetitiven Modus. Vor allem der letzte hat dabei durch einige interessante Kniffe gesorgt, dass sich das Spiel von der Konkurrenz abhebt. Und das muss es meiner Meinung nach auch, denn Hero-Shooter kommen gerade ziemlich viele raus und einige davon sind auch kostenlos spielbar. Deswegen ist die Frage, wie macht Concord das? Wie hebt es sich von der breiten Masse ab? Nun zum einen mit der Story, denn obwohl es ein PvP-Spiel ist, versprechen die Entwickler eine fortlaufende Story mit neuen Cutscenes, die jede Woche erscheinen sollen. Das klingt erstmal nach einem enormen Aufwand. Wenn man sich vor Augen führt, wie selten neue Cinematics für Destiny, Apex oder Overwatch rauskommen. Und das alles dann auch noch im Spiel selbst abläuft und man muss nicht jedes Mal auf YouTube nach den kleinen Animationsfilmen suchen. Auch das ein super Vorteil. Aber ist das überhaupt realistisch, dass ein neues Studio im wöchentlichen Rhythmus abliefern kann? Scheint jedenfalls ganz so, denn das Spiel kommt ja bereits in einem Monat raus und bisher wurde vom Versprechen nicht abgerückt. Ganz im Gegenteil sogar, es wurde noch einmal bekräftigt und während des ersten Anspielens konnte man auch schon einige Filmchen betrachten. Da wäre zum einen die Charaktervorstellung aller 16 Freegunner und die Einführung des Bösewichts zum Start und dann von Season 0 auch schon die erste wöchentliche Cutscene. Und ich denke mal, jetzt zur Open Beta wird es schon die zweite wöchentliche Cutscene geben. Vor allem wird das dann auch zeigen, dass sie wirklich schon einiges in der Hinterhand haben und gerade zum Release haben sie wahrscheinlich richtig viel vorproduziert und für einige Monate auf Vorrat geplant, sodass sie dann nicht gezwungen sind, nach dem Release wirklich jede Woche eine Cutscene zu machen, sondern sich ein bisschen ausruhen können und vor allem dann am Gameplay schrauben, während sie nach und nach noch an weiteren Cutscenes arbeiten. Ich finde das natürlich an sich eine geile Sache, aber wie ist die Qualität der Filme? Das ist natürlich auch wichtig. Also generell hat mich das schon ziemlich positiv beeindruckt. Das Voice Acting, die Animationen, der generelle Aufbau, da steckt sehr viel Mühe drin. Gerade für einen Multiplayer-Shooter habe ich das echt nicht erwartet. Und vor allem bei der ersten Cutscene haben sie versucht, die Welt und die Charaktere zu etablieren und das ist denen auch ziemlich gut gelungen. Bei der ersten wöchentlichen Cutscene, also sozusagen der zweiten insgesamt, da haben sie eine Karte gefunden und haben dann diskutiert, ob sie da direkt hinfliegen sollen. Und auch da hat mir das generell ganz gut gefallen, aber ich konnte dem nicht ganz folgen, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass man mit der Zeit auch immer mehr über die Charaktere kennenlernt, über die Welt und dann auch mehr mit der Story verbunden ist und auch richtig Bock hat, jede Woche zu sehen, was sie so abliefern wollen. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, erstmal jeden Charakter mit so einem Intro, mit einer Cinematic vorzustellen und dann erst wirklich in die Story einzusteigen und ich hoffe, das machen sie auch. Aber ich glaube wirklich, das wird viele Spieler anlocken, allein einmal kurz wöchentlich sich einzuloggen und sich die Cutscene anzuschauen. Und wenn man dann eh schon angemeldet ist, ja, da kann man auch ein paar Runden spielen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das zum Standard für Live-Service-Spiele werden wird. Weil das ist halt wirklich ein Anreiz für viele Leute, sich wenigstens wöchentlich mal einzuloggen und allein das ist schon wirklich viel wert bei so einem Multiplayer-Shooter.
gerade wo es darauf ankommt, auch viele Mitspieler zu haben, weil es ja ein reines PvP-Spiel ist. Und hey, wer weiß, wenn die Story gut ankommt und die Leute Bock auf mehr haben, vielleicht wird es dann auch einen PvE-Modus geben. Aber Stand jetzt, es ist allein schon durch die kontinuierlich weitererzählte Story ein Alleinstellungsmerkmal und Garant dafür, dass es sich von der Konkurrenz abheben wird. Und auch in Sachen Gameplay geht Concord andere Wege. Grundsätzlich habt ihr erstmal die 16 Charaktere, von denen ihr euch immer einen auswählen könnt, wo für jeden Spielstil was dabei ist. Egal ob für Neueinsteiger oder wenn ihr Veteran im Genre seid. Ihr habt dann unterschiedliche Stärken und Schwächen, einzigartige Fähigkeiten, Waffen und passive Effekte, die sich pro Free Gunner unterscheiden. Grob könnt ihr die zwar in Tanks, Support und Damage Dealer unterscheiden, aber es gibt auch sehr viele Mischformen. Soweit ist das ja typisch für das Genre, aber auch hier gibt es schon einige Neuerungen. Zum Beispiel keine ultimativen Fähigkeiten. Stattdessen habt ihr zwei normale Skills, die ihr aber dafür öfter anwenden könnt und die sich nicht durch reines Abwarten wieder aufladen. Ihr müsst also aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen, damit ihr diese Aufladungen wiederbekommt. Entweder durch Assists oder Eliminierungen bekommt ihr direkt eure Fähigkeiten wieder zurück oder dort, wo der Gegner gestorben ist, landen aufsammelbare Objekte, womit ihr eure Fähigkeiten wieder nach oben treibt. Und das finde ich eine coole Methode, um dafür zu sorgen, dass sich Leute eben nicht zurückziehen, nachdem sie ihre Fähigkeiten verballert haben und dann erstmal eine halbe Minute in Deckung warten, bis sie wieder angreifen. Das wäre ja auch total lame und würde den Spielfluss zerstören, deswegen bin ich ganz froh über diese Lösung, dass man Leute wirklich aktiv immer dran behält und sich das ja auch lohnt, weil die Fähigkeiten durchaus stark sind und wenn man die öfter anwenden kann, zum Beispiel auch Heilungsfähigkeiten, dann kann das schon ziemlich stark sein und so kann man auch alleine theoretisch ein ganzes Team auseinandernehmen. Aber es gibt auch Heilungsmöglichkeiten innerhalb der Map, das wird dann auf der Minimap immer ganz gut angezeigt, also auch da kann man dafür sorgen, nachdem man eben gerade so noch lebend aus einem Kampf rausgekommen ist, dass man sich erstmal ein bisschen zurückzieht und sich wieder vollheilt, um auch wieder für ein faires Kampfgeschehen für den nächsten Kampf zu sorgen. Aber generell ist es immer so, dass eine gute Teamkomposition über Einzelleistungen steht und das ist auch hier kein Unterschied. Es ist auf jeden Fall so, dass 5 Tanks zum Beispiel keinen Sinn machen würden oder 5 Support-Charaktere. Also sollte man schon immer ein bisschen darauf achten, was die Teammitglieder so gepickt haben, damit man eben eine gute Synergie erzeugen kann. Vor allem im No-Respawn-Modus, also dem kompetitiven Modus, ist es so, dass ihr euch am Anfang für gewisse Charaktere entscheiden müsst, zwischen denen ihr dann wählen könnt und sobald eine Runde gewonnen ist, könnt ihr den Charakter, mit dem ihr die Runde gewonnen habt, nicht weiterspielen, sondern müsst dann auch wechseln. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich mit mehreren Charakteren auseinanderzusetzen und die Vor- und Nachteile zu kennen und vor allem gute Synergieeffekte zu finden. Denn ihr habt einen passiven Effekt von bestimmten Charakteren, den ihr beim Wechsel auch mitnehmt. Also auch da lohnt es sich, darauf zu achten, was ihr da so habt. Hier seht ihr mal eine Übersicht dieser Charaktere und passiven Fähigkeiten und die seht ihr dann auch immer oben rechts bei der Charakterauswahl. Also auch hier ist es auf jeden Fall wichtig, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und der eingeschränkte Zugang klingt zwar erstmal nicht so toll, hat aber einen tieferen Sinn. Denn in Overwatch beispielsweise ist es ein großes Problem, dass man Counterpicking betreiben kann. Das bedeutet im Klartext, dass wenn ihr einen Charakter spielt, der euch ganz besonders gut liegt, das gegnerische Team jederzeit ohne Einschränkungen einen Konter dafür wählen kann. Und dieser gegnerische Charakter performt dann ganz besonders gut gegen euren, sodass ihr eigentlich angehalten seid, dann den Konter für diesen ausgewählten Charakter zu nehmen. Dann macht das gegnerische Team das schon wieder und die ganze Zeit so weiter, sodass das eigentlich eine kontinuierliche Schleife ergibt und ihr mehr Zeit im Menü verbringt als im eigentlichen Spiel. Und das ist gerade im kompetitiven Ranked-Modus ein großes Problem geworden, dass man die ganze Zeit nur eben immer diese Konter auswählt und schnell wieder zur Basis zurückrennt, weil das schneller ist, als dass man abgeschossen wird. Teilweise werden sogar Charaktere absichtlich ignoriert, weil das gegnerische Team die eben so gut kontern kann, dass die nicht wollen, dass wenn ihr abgeschossen werdet, euren Charakter wechselt. Also es ist wirklich ganz perfide und deswegen ist es eigentlich ganz sinnvoll, dass man nur einen eingeschränkten Auswahlkreis hat und man muss sich eben dann mit allen, die man so mitnimmt, auch beschäftigen, was die Vor- und Nachteile sind und zu welchem man dann wechseln möchte. Vor allem eben in diesem No-Respawn-Modus, wo es eben nicht möglich ist, einfach so jederzeit den Charakter zu wechseln, sondern nur zwischen den Runden. Das generelle Spielgefühl ist aber ziemlich ähnlich zu Destiny PvP, falls ihr das mal gespielt habt. Das heißt, die Time to Kill ist höher als zum Beispiel bei Call of Duty. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist langsamer, besonders bei den Tanks. Die fühlen sich aber auch teilweise wirklich zu langsam an. Also da hoffe ich, dass noch ein bisschen nachgebessert wird. Dafür habt ihr dann aber einen Doppelsprung bei vielen Charakteren und auch ein Ausweichmanöver mit Doppeltastendruck auf Kreis. Also insgesamt schon ziemlich spaßig und vor allem, wenn ihr dieses Ausweichmanöver macht, gibt es bei ganz vielen Charakteren auch noch einen passiven Effekt,
Effekt, der ausgelöst wird. Hier zum Beispiel, dass ich dadurch dann kurz schneller werde oder dass ich mich heilen kann oder dass meine Waffe nachgeladen wird. Also all das lohnt sich auf jeden Fall öfter anzuwenden und ich glaube, wenn man erstmal reinkommt, so ging es mir auf jeden Fall, nach den ersten, ich sag mal, 5 Runden, die nicht so gut gelaufen sind, kamen dann 10 Runden, die richtig viel Spaß gemacht haben und dann 20 Runden, wo ich mich schon viel mehr in die Charaktere vertiefen konnte und dann wirklich auch diese passiven Effekte und alles mal so ein bisschen ausnutzen konnte und wirklich auch verstanden habe, wie die Charaktere richtig zu spielen sind und was eigentlich sich die Entwickler dabei gedacht haben. Hier zum Beispiel ein Beispiel. Ihr könnt als passive Fähigkeit mit diesem Charakter durch Rauch durchgucken mit eurem Visier. Und das Spannende ist, dass ihr eben auch Rauch legen könnt mit einer Rauchgranate. Als einziger könnt ihr dann also durch euren eigenen gelegten Rauch auch die Gegner sehen, während die euch nicht sehen und blind in den Rauch feuern müssen. Also es ist auf jeden Fall Spaß, sich die Charaktere mal auszuprobieren und die Vor- und Nachteile zu entdecken und vor allem, wie man die Charaktere am effektivsten nutzen kann. Da wird es sicherlich auch sowas wie eine Meta irgendwann geben und ich werde auch noch ein zweites Video zu Release machen, wo es dann um die Charaktere geht und welche ich euch so für euren Spielstil empfehlen würde. Aber generell ist es schon ziemlich cool und ich kann euch auch nur empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Die Balance ist jetzt noch nicht hundertprozentig, aber gerade dafür gibt es ja auch eine Beta. Ihr könnt den Entwicklern jederzeit Feedback schicken und die können das darauf dann anpassen. Die Frage ist natürlich auch, ob das für langfristigen Erfolg reicht. Das kann man jetzt schwer sagen. Die Beta-Spielerzahlen auf Steam kann man sich auch mal angucken. Die waren jetzt ungefähr so bei 1000. Aber das war auch die Closed Beta, also nur für Leute, die das Spiel vorbestellt haben. Und ich denke gerade da, auf dem PC haben auch viele einfach gewartet, dass sie es gratis jetzt bei diesem Wochenende zocken können. Und das ist ja jetzt endlich der Fall. Auf der PlayStation konntet ihr schon letztes Wochenende mit PS Plus einsteigen. Und deswegen ist es jetzt natürlich für alle angenehmer und für alle verfügbar. Und ich bin mal gespannt, denn ich denke gerade auf der PlayStation wird das Spiel nochmal deutlich mehr ziehen und mehr Spieler anlocken. Aber schreibt mir jetzt sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr schon mal reingezockt? Werdet ihr auch das Open-Beta-Wochenende nutzen, um euch einen Eindruck zu verschaffen? Oder wisst ihr jetzt schon safe, dass ihr das Spiel kaufen werdet, weil euch alles bisher davon überzeugt hat? Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und versuche auch immer, auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao! United Potatoes, ba-do-do-dum.